Hätte ich den bekommen, was weiß ich, 200 plus Solo. Übertreib doch noch mehr, Digga. Es ist alles echt, ne? Es ist kein Fake, es ist wirklich echt. Dieses Video wird präsentiert von G2A. Kauft Codes, Games und Keys. Bei meinem Sponsor mit Cashback-Code Scorpion gibt's noch 3%. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Ich muss ganz ehrlich zu euch sein, Leute, ich bin ein bisschen emotional die letzten Tage. Ich bin zurzeit so ein bisschen in so einem Modus, dass ich mir ganz oft alte Videos anschaue, speziell aus dem Jahr 2014. Und ich bin wirklich gestern Nacht, saß ich hier und habe bestimmt so 2-3 Stunden lang alte Videos angeschaut. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist, Leute, aber wenn man so an alte Zeiten zurückdenkt, das ist so ein krasses Gefühl. Ich habe immer so ein krasses Gefühl in meiner Brust, das ist so komisch, ich kann das gar nicht beschreiben. Es ist so, keine Ahnung, das will irgendwie dann raus und es ist irgendwie so, das ist schon wieder 5 Jahre vergangen und man denkt sich so, Alter, 5 fucking Jahre und so. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, keine Ahnung. Ihr könnt es mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das Gefühl auch kennt. Auf jeden Fall habe ich mir dann jetzt gerade gedacht, okay, ich hatte wieder Bock, Videos zu gucken. Aber ganz ehrlich, bevor ich mir die Videos jetzt hier wieder ganz alleine reinziehe, kann ich es einfach mit euch gemeinsam anschauen und so ein bisschen darüber sprechen. Das sind einfach alte Live-Commentaries. Ich habe mir jetzt 3 Stück rausgesucht. Wir könnten natürlich auch noch viel mehr machen. Wenn ihr diese Serienidee feiert, dann schreibt es gerne in die Kommentare, Leute. Es ist so ein bisschen wie damals Watching Old Videos, wer das noch kennt. Und es ist wirklich so, dass ich hier sitze nachts und immer so in diese Zeiten zurückdenke, wie ich in Skype da saß und einfach am Zocken war und so. Aber bevor wir jetzt hier so lange rumschnacken, gucken wir uns das einfach mal an. Und ja, Leute, es wird laut, es wird komplett geraged, weil da habe ich mir direkt erstmal dieses Live-Commentary hier rausgesucht. Das ist noch ohne Facecam, aber ist eigentlich egal, weil die Art und Weise, wie ich da so drauf bin, es ist einfach zu lustig. Aber ich habe mir auch gleich noch was mit Facecam überlegt, keine Sorge. Aber das hier ist einfach wirklich, da sieht man mal, wie verzweifelt man ist. Ich glaube, das sehen viele Nicht-YouTuber gar nicht. Ein Live-Commentary ist manchmal die schlimmste Qual der Erde. Es kann eine Sache schieflaufen, du kriegst einmal nicht die Streaks oder so und du kannst die Datei eigentlich löschen. Und deswegen ist man halt teilweise nicht bei der ersten Aufnahme, auch nicht bei der zweiten, sondern bei der fünften Aufnahme. Und das hier war, glaube ich, so eine Runde. Was geht YouTube? Marcel zu dem Scorpion ist back am Start hier für euch. Ich habe wirklich eine andere Stimme bekommen. Also ohne Spaß, also zumindest eine andere Betonung oder so. Aber ich habe damals echt noch so seichter gesprochen. Herzlich willkommen zu einer Runde Solo-Multiteam-Stellung auf dem Raid. Das war auch im Übrigen, das hat Anton immer gesagt, wenn Marcel keine Videos hatte, immer Solo-Multiteam mit Streaks. Und das ist genau wieder so ein Video hier. Und ich raste so heftig aus in dem Video, ich weiß es einfach noch. Aber das habe ich mir jetzt nicht die letzten Tage angeschaut. Ich habe jetzt extra Videos rausgesucht, die ich die letzten Tage nicht geschaut habe. Ja, ich habe Multiteam gesucht, weil ich habe mir Herrschaft und Bodenkrieg irgendwie nur Kacke gefunden. Und ja, mal schauen, ob ich das hier... Seht ihr, ich habe Multiteam gesucht, weil ich habe da nur Kacke gefunden. Das heißt, ich habe vorher schon auf jeden Fall aufgenommen. Und da hat, das heißt, der Aggressionslevel ist schon am Start. Noch kann. 6, 5, 4, ist das in 60p? 2, ja. Wir spielen hier gegen so einen Clan, noch Energie-Clan, gucken, ob die was können. Heftig, Digga. Eigentlich gab es da noch gar nicht 60p. Guck mal, es war immer so... Alter, wieso kann ich nicht Pause drücken? Hallo? Hallo? Eigentlich kam nämlich 60p erst zur AW-Zeit. Da konnte man es einstellen. Aber das war hier wieder so eine typische Elgato-Aufnahme. Das heißt, ich habe das Video nicht mal gerendert, habe es einfach hochgeladen und deswegen ist es in so guter Qualität. Wenn wir zur Stellung zurückgehen. Es war halt so immer gegen die Deutschen und es war um die Uhrzeit. Ich habe so mittags aufgenommen, war immer dieser eine deutsche Tryhard. Und hier sind sogar so ein Clan, war sogar dabei. Die gehen immer rein und raus, Mann. So wie ich bei deren Mittag. Das ist einfach so geil hier. Ah. Guck mal, das ist so, das ist eine Schlüsselsituation direkt am Anfang. Hätte ich den bekommen, was weiß ich, 200 plus Solo. Übertreib doch noch mehr, Digga. Ohne Scheiß, ich habe mir jetzt schon wieder diese Verzweiflung angehört. Na Spaß, aber ihr wisst schon, was ich meine. 200 und plus. Allein in so einer Situation kann man... dieses Gefühl, jemanden in der Stellung zu holen, dann die Stellungspunkte. Das ist doch besser als jeder Orgasmus. Ganz verkacken, in einer Sekunde. Guck mal, wieder raus und wieder rein. Das waren jetzt einfach 700 Punkte in 20 Sekunden. In 20 wahrscheinlich, in 2 Sekunden. C4 wird wieder mit gesniped. Raus aus der Stellung. Es war immer das Gleiche. Es war so eine Kunst, diesen Spielmodus zu spielen. Es hat einfach so viel Spaß gemacht. Leider ist es ein bisschen so, dass man es gerade nicht spielen kann, aber ich überlege die ganze Zeit, ob ich ein Black Ops 2 Road to Commander mache, Alter. Ich weiß nicht warum, Mann. Ich habe einfach Lust drauf. Ihr könnt mir in die Kommentare gerne eure Gedanken dazu schreiben. Es macht einfach Spaß, sich das anzuschauen hier. Ach komm! Wieder kurz vor Streaks. Jo, Leute, ich spiele jetzt, was weiß ich, wie lange? Ich habe nur Pech heute. Ihr müsst darauf achten, ich habe nur Pech, aber... Kann man noch hysterischer reden? Ey, ihr müsst euch jetzt angucken. Ey, ich hab nur Pech heute. Ich muss mich jetzt entspannen. Zweimal schon eins vor Orbit gestorben. Ich hab so Tränen im Auge wieder. Mein Herz zerreißt daran. Ich schwöre, mein Herz geht. Ich schwöre euch, das ist auch ernst gemeint. Wenn ich sage, mein Herz zerreißt, ist es nicht irgendwie so ein Witz, sondern ich hab's in der Sekunde wirklich so empfunden. Daran kaputt. An COD, ich werde an COD sterben. Guck mal, ich kann spielen, wie ich will. Ich kann gut spielen. Es bringt mir nicht. Wie heftig ich bin. Egal, Digga, ich hab jetzt keinen Bock, schon aufzugeben.
wie er gestorben ist, Digga. Jetzt muss ich noch einen holen? Ja, und die Stellung holen. Zack. 500 Mann. Punkte. Jetzt brauche ich wieder ein C4. Wie schnell man hier vor Orbit kommt. Einfach geil, Mann. Whoop. Da war ich nicht, wenn ich locker gewesen wäre, hätte ich Whoop gesagt. Ich glaube, jetzt hole ich mir die Stellung. Oh, wichtig. Wenn ich jetzt beide hole, wäre wichtig. Oh. Noch! Oh, oh. Das dritte Mal. Nein, nein, der Stellung! Mann! Ey, dreimal schon ein Tor! Es ist aber auch wirklich so, Alter. Es ist wirklich Pech. Mein Gott, Alter! Es ist auch einfach Pech, Mann. Was ist hier los, Mann? Wie viele Leute sind denn hier, Alter? Oh, Alter, was ist hier los? Nice Szene, Digga. Ja, ich krieg nicht mal die Stellung, Mann. Guck mal, ohne Spaß jetzt, das Gameplay, ich will euch nicht spoilern, was es wird, aber es wird ein guter Score und stellt mal vor, ich hätte die ganze Zeit die Streaming Streaks bekommen. Da hat immer mein Knopf hinten gequietscht. Mann, hätte ich diesen Kill noch gekriegt. Ich hätte die Stellung gekriegt, ich hätte die Streaks wieder gehabt. Da dachte ich wirklich, die Welt will mich verarschen. Da dachte ich wirklich, die Welt will mich verarschen. Dieser Energieclan, Alter. Blue ist wieder am Start. Whoop. Unlucky. Okay. Guck mal. Jetzt habe ich Orbi und werd geflasht. Da dachte ich auch so, das ist ein Scherz, dachte ich. So, bester Splitscreen im Übrigen, danke dafür. Oh, Jungs, seht ihr das, wie ich hier am Schwitzen bin? Guck mal, ich habe jetzt die ganze Zeit kein Wort gesagt, ich habe 30 Sekunden nicht geredet, Digga. Sowas gibt's heutzutage gar nicht mehr auf YouTube. Das ist geil hier, eine schöne Szene. Man kann die einfach, oh Gott, Digga, ich hatte richtig Angst. Hunde raus. Guck mal, wie langsam ich jetzt die Streaks gemacht habe. Nach 3 Minuten die ersten Streaks, also ein Drittel der Runde ist vorbei. Schwarm ist auch schon am Start, sehe ich aber gar nicht, weil ich den Kill noch haben will. Und jetzt wieder Schwarm raus. Das ist einfach so geil mit Orbi, macht das so viel Spaß, Leute. Das macht so viel Spaß. Skrupellos mache ich ja sogar nur klar, so, ich weiß es gar nicht. Streaks eskaliert mal ein bisschen. Das ist einfach quasi eigentlich wie so ein nachkommentiertes Video gerade. C4, gut. Und ich rede hin und wieder mal so ein ganz kleines bisschen. Ihr seht, ich habe einfach gute Laune, wenn ich mir sowas reinziehe, Mann. Das ist einfach geil. Es wird einfach geil, wie ich gerade gesagt habe. So, der ist im Garten unterwegs hier hinten. Easy XP. Sorry, dass ich mich ein bisschen konzentrieren muss, aber... Ich rede einfach gar nicht. Oh mein Alter, Gott. Es hat jetzt geleckt und ich wäre fast dran gestorben. Das war wirklich ein lächerlicher Spawn. Das hat mich so abgefuckt, Alter. Guck mal, die Stellung war einfach noch frei. Okay, neuer Orbit raus. Bitte Streaks, killt mich jetzt nicht selbst. Das wäre echt perfekt. Ey, das ist wirklich das Schlimmste. Wenn ich hatte Gameplays, es wären 200 plus Gameplays gewesen, hätte der Schwarm mich nicht selbst gekillt. Wirklich jetzt. Ja, da gehen die natürlich schon raus. So. Die ersten. Jetzt braucht man einfach hier... Oh Gott, das mit C4 zu machen, zeigt, wie ängstlich ich da war. Boah, ey, da so ängstlich gespielt. Guck mal, wie ich wegrenne. Ich habe halt so, das ist halt so eine safe Taktik, wenn man unbedingt das Live-Commentary schaffen will. C4 easy, das sehe ich schon, ja. Ah, nicht weit genug geworfen. Schnell hier rein. Ich habe so ängstlich gezockt hier. Alter, wenn ich dachte jetzt, ich sterbe. Nein! Ich bin da wirklich nochmal gestorben. Ich bin so dumm! Oh nein! Nein, nein, nein! Nein, ich glaub's nicht. Es ist auch wirklich, also sorry. Ey, die Streak hätte man so locker runterspielen können. So locker. Jetzt will er abfucken. Jetzt will er abfucken, der Energieclan. Ach, ihr seid der Untermenschenclan. Wie konnte ich da gerade sterben? Mein Gott, mein Herz. Es ist alles echt, ne? Es ist kein Fake. Es ist wirklich echt. Ich würde es euch 5 Jahre später sagen, wenn ich da 1% draufgepackt hätte. Schnell, egal, weiter, Alter, weiter. Es hilft nichts, Mann. Es hilft alles nichts. Es ist so lustig, ohne Scheiß. Yes! Mann! Oh! Digga, Bruder, muss groß, Alter. Was ist das für ein Psychopath? Wie konntet ihr euch das früher reinziehen, Mann? Oh ja, danke schön, danke! Ey, ohne meinen Mate, Alter. Ich hab einen Random, der Orbit schafft. Ich glaube es nicht. Ja, ist aber echt so, Digga. So Glück gehabt. Ist ehrlich ein Wunder, Mann. Das muss das 8. Weltwunder sein, von dem immer gesprochen wird. Digga, der wurde da mit einer Kugel tot, der Typ gerade, habt ihr es gesehen? Dreh dich um, Alter, ich fick dich. Mein Gott! Ich rage schon. Call of Hitbox Modern Ficken 2, Alter. Ich rage sogar schon, weil ich ihn nicht kriege von hinten. No homo. So, jetzt wollte ich die Streaks. C4. Ah, Digga, Hitmarker. Aber das ist der beste Headglitch, da kann man nicht sterben. Jawohl, Orbi. So, das jetzt einfach clean runterspielen. Und jetzt in die Stellung. So, und jetzt hat man fast die Hunde. Da dachte ich wirklich, wenn ich jetzt sterbe, dann bringe ich mich... Okay, das ist ein dummer Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Selbstmordhilfe sogar. Keine Punkte für den Kill. Es ist so lächerlich. Wenn ich jetzt gestorben wäre, da wäre Endstation gewesen. Da wäre wirklich Endstation gewesen. Ich werde auch liegen jetzt. Einfach liegen bleiben. Guck
Guck mal, wie ich spiele. Letzte Kugel. Dankeschön, Alter. Da hab ich Glück gehabt. Oh mein Gott, danke, dass ich den jetzt bekommen durfte. Viermal Alter. Pech, einmal Glück gehabt. So. Ohne Scheiß. Das ist so ein geiler Kill, Mann. Was? Boah, der Schwarm hätte mich da killen können. Der Schwarm hat ihn da rausgeholt. Das muss man sich mal reinziehen. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß an diesem Video hier. Ich habe so Spaß gehabt. Boah, nee, ey, ich bin gestresst, ihr merkt das. Leicht gestresst, würde ich sagen. Guck mal, was Junge, war das? Ich, jetzt, ich will's gar nicht, ich will gar nicht dran denken. So, jetzt kommen die wieder schön in die Stellung, hoffe ich. Ah, das ist der geilste Moment. Ja. Und dann Remington Schuss noch. Remington bloß in Ruhe. Wirklich, jetzt hatte ich dreimal Glück. Lass mich raus, Mann! Teammate, Digga, ich bin so gestresst. Lass mich raus, Mann, ich heul fast. Junge. Guck mal, der Typ chillt auch mit was mir, Mann. Was machst du denn random? Jetzt kommt Remington. Oh mein Gott. Guck mal. Hat der Teammate den geholt? Ich glaube ja. Nee. Guck mal, die warten jetzt aufeinander, wie so zwei Katzen. Er wartet auf mich. Ich gehe da lang wie ein Gestörter. Los weg hier, Alter. Kein Bock auf die Scheiße. Er ist gequittet. Er ist rausgeflogen, der Typ. So, guck mal, ich bin so lost, so maximal so, lost. Hier lang. Jetzt will ich immer zur Stellung sofort. Skrupellos. Ich hatte ja schon einmal unnachgiebig, oder? Oder skrupellos? Keine Ahnung. Das ist C4, war klar. Immer, Digga. Guck mal, die haben mit ihren Kugelwesten. Ich war so ängstlich von diesem Energieklar. Ich meine, das sind halt deutsche Tryhards gewesen hier. So, Leute, ich bin jetzt richtig am Man muss halt ein bisschen anders spielen. Oh mein Gott, der hat den einfach geholt. Die nächste Stellung ist hier unten, die. Ja, das ist jetzt easy. Das ist schlau zum Beispiel. Guck, Hunde. So kann man das auch machen. Ja, Hunde raus. Okay. Nice, 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 nice. Jetzt brauche ich einen Schwarm. Lad nach. Da wusste ich, okay, jetzt noch einmal Schwarm, aber trotzdem sah es nicht nach dem 100 Plus aus an der Stelle. Weil das ist einfach komisch. So, jetzt haben wir den Schwarm. Nice, 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 nice. Kaum schon 83 Kills. Ich hatte da schon 83 Kills, kam mir vor, tu mir den Gefallen. Wie können das 83 Kills gewesen sein? Mir kam das viel weniger vor. Und jetzt, wenn man so weiß, okay, es geht Richtung 100 Plus, dann kann man immer noch mal richtig locker spielen. Das war immer so, dann war das irgendwie klar, so dann ging es einfach. Zack. Alter, 100er Prezi. Jetzt schön hinlegen. Hund holt den und der andere ist, glaube ich, gestorben auch. Guck mal, die Streaks machen das einfach so geil im BO2. Da hat einfach eine S-Mine neben mich geworfen. Hier ist einer. Guck mal, solche Bots, man, das macht so Spaß gegen die. Ist die Stellung noch frei? Weg. So, jetzt bin ich wieder kurz vor Streaks. Ich guck noch nicht nach, Alter. Ja, doch, ich hab's. Okay, da hatte ich schon 100. Ich sag, ich guck noch nicht nach, guck sofort nach. Alles klar, Marcel, diese Logik. Oh Gott sei Dank, Alter. Ach ja, ich mache jetzt sogar noch die Nuklear. Ich glaube, ich mache jetzt sogar noch die Nuklear. Total. Vielleicht sogar noch die Nuklear. Maybe. Komm schon, Digga. 30 Sekunden. Guck mal, jetzt ganz andere Körpersprache. Ganz andere. Okay, Körpersprache. Scheiß auf den hier. Scheiß auf den oben. Guck mal, ich geh einfach weg. Komm schon, Marcel. Hätte mich 10.000 mal holen können. Guck mal, jetzt auf einmal. Komm schon, Marcel. Komm. Wupp. Guck mal, da hab ich mir fast den Finger gebrochen. Hat man gehört. Hinter mir einer. Teammate rettet mich so heftig. Komm schon. Wupp. Jetzt habe ich die Nuklear schon. Ja, jetzt habe ich sie safe. Jawoll! Mit Nuklear! Jawoll, der Boss! Der Boss, so Solo! Danke, Teammate! Danke, Bro! 113-8! Also wirklich, Leute, das ist einfach nice, Mann. Es macht einfach Bock, sich das reinzuziehen, Alter. Ich habe jetzt so viel geredet, Alter. Ich glaube, wir können jetzt direkt zu dem Facecam-Video übergehen. Da habe ich mir Marcel gleich SpongeBoss überlegt. Das Video hat sogar 240.000 Views. Guck mal, wie ich hier aussehe. Ohne Scheiß, ne? Ich war da eigentlich jetzt nicht so viel fetter. Ich weiß nicht mal. Aber es sieht da halt gerade belastend aus. Aber Leute, das war auf jeden Fall... Ich erkläre euch jetzt mal die Story. Das war einen Tag, bevor wir nach Stuttgart gefahren sind. Ich werde diesen Abend nie vergessen, weil ich so aufgeregt war, weil es das erste Mal war, sich mit YouTubern so richtig außerhalb zu treffen. Das war das mit dem legendären Abonnententreffen, was im Polizeiwagen geendet ist. Und ihr müsst euch Folgendes vorstellen, ich saß mit meiner Mutter abends da, wir hatten noch eine Sporttasche für mich gekauft, die ich mitnehmen kann. Und da habe ich meiner Mutter gesagt, ich habe keine Idee für drei Videos vorproduzieren. Und dann hat sie gesagt, aber du kannst doch, komm, setz dich mal hin und du findest drei Ideen. Ich habe mich hingesetzt, hatte innerhalb von zwei Minuten drei Ideen und das war eine davon. Und manchmal spielt einem das Schicksal in die Karten, weil ich habe hier mich gleich als SpongeBoss verkleidet und bin auf ein Gameplay gegangen und ihr werdet sehen, was passiert. YouTube, Sponge zu dem Boss ist back am Start hier für euch. Herzlich willkommen zu einem weiteren Gameplay-Commentary hier beim Kanal, Leute. Heute gibt es ein Live-Commentary und ja, ich bin SpongeBoss. Ich beweise euch das Ganze nämlich jetzt, indem ich mein Kostüm anziehe. Ihr kennt mich ja so, der Rap-Nation. Genau, da habe ich behauptet, ich wäre SpongeBoss aus Spaß. Mit der Tech in der Hand und so weiter. Ich war ja immer schon ein riesiger SpongeBoss-Fan. Guck mal, wie ich mir die Handschuhe anziehe, als ob ich so ein Arzt wäre vor der Operation. Aber ich habe wirklich... Und das ist auch so ein Video, wo die Leute dachten, oh, das könnte fake sein. Ich schwöre auf mein Leben, ich habe das wirklich mit Handschuhen und dieser SpongeBob-Maske
erspielt, Alter. Und das war, wieso habe ich da nicht mal irgendeine Lampe im Zimmer gehabt? Wieso beleuchtet mich nur mein Monitor? Das sieht immer so unvorteilhaft aus. Guckt euch diesen Typen an. Ich hätte das oben stabilisieren müssen, so wie SpongeBob das auch macht. So, jetzt müssen wir das hier noch auf meinen Kopf setzen. So. Solche Live-Commentaries habe ich einfach gemacht. Tell aber deine Mutter, du bist einer von jämmerlichen Schwächlingen, die nachher bei ihm zu Boden fallen. Lass mal deine komischen Bewegungen in Videos so zappeliger Lappen, hast du Bienen im Hosenstall. Okay, nein, Spaß. Das war sogar echt nicht schlecht. Ich würde ganz normal zu Marcel nicht als SpongeBob kommentieren, weil das wird sonst ein bisschen eklig, denke ich mal. Underground ist heute angesagt, frei für alle. Hier mit Controller, ohne Scheiß, ich lüge euch nicht an, ich spiele jetzt echt mit Handschuhen hier. Ey, diese Handschuhe waren so glitschig. Live, Alter, das wird so schwer, Mann. Ich sehe auch fast nichts. Und zwar wirklich so dieser Moment, ich wollte einfach unbedingt dieses Video produzieren. Und ich schwitze mich tot, es ist so warm hier drunter. Es ist einfach Schicksal. Es gibt so Schicksal-Videos, da könnt ihr alle YouTuber fragen. Ich nehme mal eine etwas schwächere Waffe. 6, 5, 4, 3. Ich nehme eine etwas schwächere Waffe und nehme die beste Waffe im Spiel. 2. Okay, los geht's, bin sehr gespannt. Okay, heftig, ich habe gerade was rausgefunden. Und zwar, dieses Video war doch 4 Monate schon nach dem Video eben. Im Übrigen waren das somit die krassesten 4 Monate meines Lebens. So, das war einfach so die krasseste Zeit für mich. Wer hat das gemacht, glaube ich? Anfang 2014 war einfach so wichtig. Ich kann es nur immer wieder sagen. Da ist einer. Guck mal, solche Gegner will man doch. Ich werde halt auch in diesem Video sehr wenig reden, weil das ist halt nur Soundtouren. Guck mal bitte, wie fokussiert ich gucke, Alter. Ohne Scheiß, man hat so wenig gesehen teilweise. Okay, hab ich. So, Leute, ich werde mich ein bisschen jetzt entspannen müssen. Entspannen? Ich wusste jetzt psychisch nicht. Ich rede immer noch genau gleich, aber ich werde mich entspannen müssen. Der war mit einer Kugel. Die machen ernst. Oh Gott, die machen richtig ernst. Die machen ernst, weil mal 2 Gegner kommen, alles klar. Okay, Jungs, ich muss jetzt echt Soundtouren, weil ich sehe nichts. Also, ich habe wirklich nur mit meinen Ohren gespielt. Meine einzige Einnahmequelle, wo ich was höre, sozusagen, ist echt. Mein Ohr gerade. Meine einzige Einnahmequelle. Bruder muss komplett los, Alter. Was laberst du, Mann? Ich muss mal richtig schön patrouillieren jetzt hier. Weil ein SpongeBob ist ja der Boss, er muss ja nicht weit laufen. Das ist aber wirklich so, man muss patrouillieren, frei für alle. Und, Oh mein Gott, hinter mir war einer. Ich hatte im Hinterkopf, du könntest einen Moab schaffen. Da ist der. Wenn du dieses Video aufnimmst. Aber es war keine Pflicht. Eigentlich war ja das Kostüm schon, der Gag. Alter, wie das hier gleich abgeht, Mann, ohne Scheiß. Den hat man einfach nicht gehört. Nicht gehört, nicht gesehen. Guck mal, wie schön, Mann. Wie clean einfach. Wie clean. Der hätte mich snipen können, das wusste ich so auch. Hart angehittet, das gibt's nicht. Guck mal, wie rot der angezeigt wird jetzt, Alter. Wie hol ich den? Er liegt da auch noch rum oder so ein Scheiß. Geh ich außen rum jetzt? Weil der kommt jetzt, oder? Er läuft echt nicht los, Mann. Da dachte ich, shit. Okay, was machst du jetzt? Oh mein Gott. Mein Controller quietscht so lustig. Nee. Oh mein Gott, wie ich schwitze, ne? Damals habe ich wirklich noch mit Händen auf dem Tisch gespielt, deswegen hat man das so gut. Jetzt ist gerade sehr brenzlig. Nein! Boah, guck mal, wie ich da schon jetzt rumheule. Unten, dreh dich um. Es ist gerade zu heftig, was hier los ist. Boah, Digga, da wäre ich 1 Meter weiter gelaufen, hätte er mich geholt. Okay, hab ich. Das macht so Spaß, sich das reinzuziehen, ohne Witz. Guck mal, wie ich da aussehe, mit meiner Maske auf. Und danach ziehe ich die noch aus. Alter, die wollen mich jetzt haben. Verständlich. Verständlich. Ich muss so lachen über diese Sachen, die ich immer so raushaue, Mann. Okay, den hab ich. Jungs, wenn ich jetzt hier eine Moab raushaue, in SpongeBob-Kostüm, dann ist hier Feierabend. Wenn ich hier eine Moab raushole, jetzt habe ich so angefangen, richtig zu hoffen. Jetzt dachte ich, okay, Mann, wenn du ein paar Sachen richtig spielen, dann kriegst du hier die Moab, habe ich mir gedacht. Digga, ich bin so wasted, Mann. Ich kann auch nicht aimen richtig, das ist ja das Schlimme. Ich habe so Angst. Wie willst du aimen, wenn du nichts siehst? Er überlebt es. Aber mach ich jetzt, das war ein wichtiger Two-Piece. So, jetzt dachte ich, okay, 20er-Streak, 4 Kills fehlen, 3 Kills fehlen. Okay, ich bin kurz vor Moab, Leute. Und das ist richtig schnell sogar hier. Ja, ging sogar 4 Minuten. Also eigentlich nicht so schnell, aber. Könnte meine schnellste frei für alle Moab werden, wenn ich jetzt nicht verkacke. Okay, Bruder. Leute, ich bin so aufgeregt, ne? Beruhig dich. Noch 2 Kills fehlen. 1 Kill fehlt. Oh, Moab, das ist clean. Moab. Das Ende war wirklich clean. Und ich habe mich so gefreut, hört man jetzt. Als SpongeBob verkleidet! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das war wirklich real. Ja, Mann! Ja, Mann! Ja, Alter, wie schnell! Oh mein Gott! 3 Minuten Moab! 3 Minuten ist gut abgerundet. Guck mal, wie ich es ausziehe, guck mal, wie ich aussehe, meine Haare jetzt komplett wasted. Ja, Mann! Geil. Oh mein Gott! Ja! Ja! Da dachte ich in der Sekunde, ich bin der Überking. Genau wie ich da sitze, sehe ich mir das an, da dachte ich, ich bin der Überking. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Mir hat es nämlich extrem viel Spaß gemacht, Leute. Checkt auf jeden Fall gerne die letzten Videos ab. Morgen kommt dann natürlich wieder ein neues Video um 10 Uhr. Und mal gucken, was ich da hochlade. Ich habe auf jeden Fall gerade Bock auf Call of Duty. Haut rein, bis zum nächsten Mal und...